Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Freyas Orakel und Wegweiser. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir hier das Seelenpartner-Orakel. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüße auch alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch soweit, naja, gut. Ne? Also einigen geht es nicht gut, das weiß ich. Die haben ja wirklich zu tun mit ihrem Seelenpartner, mit einem Gegenüber. Und ja, wir wollen jetzt hier mal reinschauen in die Gegenüberenergie, was denn hier bei deinem Gegenüber los ist. Bedenke bitte, das ist eine Kollektivlegung, kann nicht auf jeden zutreffen, aber vielleicht hast du hier die ein oder anderen Impulse, die vielleicht jetzt hier für dich wichtig sein könnten. Ne? Wer das gern möchte, ihr könnt natürlich auch so ein kleines Seelenpartner-Orakel oder generell ein Orakel, wo ihr auf euren Gegenüber schaut, ne, könnt ihr natürlich dann auch hier bei mir buchen, wer das gerne mag. Da könnt ihr einmal unten in die Infobox reinschauen und da steht, was ich hier anbiete. So, meine Lieben, jetzt geht's aber los. Das ist übrigens Fritz, euer Seelenpartner, ja, wurde mal vom Kollektiv getauft hier auf den Namen Fritz, was ich eigentlich ganz lustig finde. Und ja, euer Seelenpartner Fritz ist schon, wie es sagt, manchmal wirklich ein Fritz vom Onkel Witz. Oder, nee, ein Witz vom Onkel Fritz. Sorry. Oh, ich weiß, ich habe manchmal einen Knall. Aber na gut, das Leben ist ernst genug, ne? Ja, und genau, der Fritz, der ist halt manchmal so, der ist schon ganz schön wild, ne? Also, der legt sich nicht immer so gerne fest, wo er gerne bleibt, ne? Und manchmal ist er so ganz komisch drauf, da guckt er so, ne, so betrübt, so traurig. Und dann ist es wieder so, dass er dann auch mal, wenn er irgendwas wittert, dass er dann auch mal ganz schnell da weg ist, ne, und nicht so schnell wiederkommt. Ja, und was machen wir dann? Wir kommen dann angeflogen, als dieses schöne Pegasus-Pferd, ne, und wir suchen den Fritz dann. Ne, und der Fritz, der ist nirgendwo zu sehen, so ungefähr. Hä, was ist denn jetzt schon wieder los, ne? Und der lässt dann nichts von sich hören oder sehen, der Fritz. Und dann, gut, ne? Das sind wir traurig, betrübt, ganz unten. Und irgendwann ist es dann so, ne, dass wir den Punkt erreicht haben, wo wir sagen, komm, ich wollte jetzt hier nicht irgendwelche Schlimmwörter sagen, aber so ungefähr, komm, lass es ganz einfach sein. Ich gehe jetzt meinen Weg. Ich wollte eigentlich gerade ein anderes Wort sagen, aber ich lasse es lieber sein. Ne? Denkt euch das bitte. Ja, und dann, was macht ihr dann? Dann schaut ihr auf euch, ne? Dann schaut ihr vielleicht auf eure Themen, seid nicht mehr nur bei ihm, bei dem Gegenüber, sondern dreht euch dann um und sagt so, jetzt kannst du mich mal hier piepweise, ne? Und dann bist du weg. Ja, und was passiert dann meistens in dem Moment? In dem Moment wittert der Fritz das dann und dann sagt er, oh, was ist denn das für ein schöner Duft, ne? Und dann kommt er natürlich hinterher und dann kommt er wieder angewackelt. Und was machst du? Das, ne? Du denkst dann, oh nee, ne? Also zumindest so lange, bis du richtig gelöst bist von diesem Prozess, weil der Seelenpartner-Prozess, das ist nämlich ein ganz schön harter Prozess, ne? Also da wirst du bis aufs Mark geprüft, kannst du sagen, da hat man seine Höhen und Tiefen. Und ja, sehe das wie so ein Schiff, was ständig auf so einen hohen Wellengang da flattert und wieder nach unten, wieder nach oben und ihr wird dann die ganze Zeit dabei seekrank, ne? So kann man sich den Prozess auch manchmal vorstellen. Gell? So, jetzt haben wir aber genug gequatscht hier. Ich wollte euch das nochmal so ein bisschen bildlich verbildlichen, mal ein bisschen erklären, wie sich so ein komischer Prozess anfühlen kann. Ne? Ich weiß genau, von was ich rede, ich habe das nämlich auch durch und ich bin zum Teil auch immer noch drin. Na, also wer da Fragen an mich hat, kann die mir auch gerne stellen, ne, bezüglich Thema Seelenpartner. Wir wollen wir aber mal gucken, was dein Seelenpartner Fritz macht. Ne? In welcher Hauptenergie ist er denn? Oder ist sie denn? Ne? Du musst ja auch bedenken, es gibt ja auch Seelenpartnerinnen. Also wenn du jetzt hier als Mann zuschaust, dann ist es natürlich auch so, dass das hier deine Seelenpartnerin sein kann. Ne? Und wir haben hier jetzt die Hauptenergien, was dein Seelenpartner oder Seelenpartnerin so spiegelt. Dann haben wir die Gedanken, die Gefühle und die nächsten Schritte in deine Richtung. Ne? Und da guck mal, wo du dich wiederfindest, ob du dich jetzt auf der weiblichen Seite wiederfindest, weil ich erzähle nun mal aus einer Sicht einer Frau. Ne? Also bist du dann sozusagen die Frau. Und wenn du aber sagst, nee, ich finde mich hier wieder, ne, weil sich das Ganze so spiegelt, dann nimm das auch bitte so an. Ne? Dann ist es so.
So, bei deinem Seelenpartner geht es gerade hier, oh, mal wieder in die Fülle zu kommen. Das ist doch schön, ne? Dein Seelenpartner versucht gerade hier die Harmonie mit allem wiederzufinden, in sein Gleichgewicht wiederzukommen, sich auch erfüllt zu fühlen, ne? Also das ist schon mal eine gute Energie, was ich hier spüre, ne? Die Fehu, die steht ja auch für die Fülle, für das Feuer, für das Vieh, für den Besitz, ne? Vielleicht geht's aber auch bei deinem Seelenpartner um finanzielle Erfüllung, berufliche Erfüllung oder auch die Erfüllung direkt in der Liebe, ne? So, die weltlichen Themen sind die Dankbarkeit. Vielleicht ist dein Seelenpartner gerade dankbar, das, was er in seinem Leben hat. Vielleicht ist er auch dankbar, dass er dich in seinem Leben hat, ne? Also er ist auf jeden Fall dankbar für die Dinge, die er schon hat, ne? Und ja, fühlt sich damit natürlich auch wohl, ne? Und wir haben wieder die Vergebung. Das sind genau die zwei Karten, die ich letztes Mal schon hatte. Das ist ja krass. Aber nicht bei der Seelenpartnerlegung. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Orakel das war. Ja, dein Seelenpartner versucht vielleicht, sich auch hier ein bisschen mehr in der Vergebung und in der Dankbarkeit zu üben. Ne? So, dann haben wir hier das Glück. Das ist auch so, das so geht es im Hauptlichen, ne? Im Häuptlichen, das Glück zu finden. Ne? Weil irgendwie ist da hier eine Belastung drinne, oder es geht ganz einfach darum, dein Seelenpartner hat die Hoffnung, ne, dass er irgendwie hier wieder Glück bekommt. Ne? Er hofft ja auf ein kleines Glück bei sich und er möchte sich natürlich auch hier ausrichten, ne? Und dann auf die Liebe. Hier wird eine Neuausrichtung in der Liebe gestartet. Man möchte der Liebe wieder begegnen, im Öffentlichen hier. Ne? Er überlegt vielleicht ein Treffen oder so mit dir. Ne, dass hier die Liebe wieder fließen kann, dass man hier wieder ein Glück erlebt. Er hat natürlich auch Sehnsucht nach diesem Treffen. Ja, da sind wir mal gespannt, was er denn jetzt in den Gedanken hat oder sie. Oh, okay. Ah, alles klar, gut. Ich habe jetzt erst gedacht, hier wird ein Ende gemacht oder eine vollständige Trennung, aber dem muss ich gerade widersprechen, ne? Weil der Turm kommt mir jetzt als Umbruch und Rückzug rein, ne? Also in den Gedanken macht er sich, also es kann möglich sein, dass sich dein Seelenpartner gerade in einem Rückzug befindet, ne? Du kannst zwar Kontakt zu ihm haben, aber vielleicht nur sporadisch, oder der hat sich hier barrikadisiert, ne, in seinen Turm mal wieder und ja, denkt über einen Neuanfang statt. Ach, Leute. Denkt über einen Neuanfang nach. So rum, was habe ich denn heute für einen Versprecher hier? Ja, und das Ganze macht ihm natürlich auch irgendwie Freude, ne? Weil er weiß, da liegt die Wahrheit, ne? Die Wahrheit liegt einfach darin, dass er hier aus seinem Turm endlich mal rausgekrochen kommt, ne? Dass endlich mal in deine Richtung was kommt und dass er hier mal ehrlich mit sich selber ist, ne? Und Entschuldigung, in seinen Gedanken weiß er natürlich, dass es hier jetzt wirklich an der Zeit ist, wenn ich jetzt einen Neuanfang mit ihr oder ihm starten möchte, dann muss ich jetzt endlich mal hier rausgekrochen kommen, ne? Und vielleicht auch mal kleine Schritte auf sie oder auf ihn zugehen, ne? So eine Energie kommt mir da jetzt rein. So, seine Gefühle. Hier war auf jeden Fall ein Schmerz, ne? Aufgrund dessen, dass hier eine Verletzung, ein Schmerz oder auch ein Cut war, für die einen oder anderen kann es natürlich auch eine Scheidung sein, ne? Ja, überlegt man jetzt so, wo soll der Weg hinführen? Für welchen Weg möchte ich mich entscheiden? Ne? Weil irgendwie ist in seinen Gefühlen noch so die Unklarheit drinne, ne? Und diese Unklarheit möchte jetzt endlich mal beendet werden. Ne? Also innerlich müsste er sich schon für einen Weg entscheiden. Und da fragen wir mal, für welchen Weg entscheidet er sich denn gefühlsmäßig? Für die Tiefe und für die Wunscherfüllung. Das ist doch schön, ne? Also er möchte, das, was dein Seelenpartner gerade für dich fühlt, ist, dass diese Verletzung, was da hier bei euch stattgefunden hat, dieser Cut oder was auch immer da war, ne? Dass das hinter sich gelassen wird. Na, dass diese Unklarheiten hier beseitigt werden, endlich mal. Und auch dieser Kummer, weil der hat und er spürt oder sie spürt auch einen großen Kummer hier in deine Richtung, na, in den Gefühlen. Aber man möchte in die Wunscherfüllung gehen. Na?
Und jeder Mensch, es ist nun mal so, wie es ist, jeder Mensch möchte ja geliebt werden und möchte auch die Liebe fühlen. Na? Also wer das jetzt sagt, dass er nicht die Liebe fühlen möchte, also das glaube ich euch auf jeden Fall nicht. Na? Und man möchte ja mehr in die Tiefe. Man möchte eine tiefe Liebe haben. Na? Und man ist auch tief davon überzeugt und fest davon überzeugt, na, dass man hier auch einen Weg geht. Na? Es kann sein, dass sich der Weg vielleicht noch so ein bisschen wolkig anfühlt, ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass mit der Sense, dass das abgesenst wird, ne? Diese ganze Sache und dass im Endeffekt die Wunscherfüllung hier übrig bleibt in den Gefühlen, ne? Genau. So. Die nächsten Schritte in deine Richtung sehen so aus. Man guckt sich hier diese Entscheidung nochmal an. Man möchte hier eine Entscheidung in deine Richtung treffen. Die Würfel werden dafür fallen. Ne? Ja, man denkt, ich müsste das Ganze vielleicht hier ein bisschen schlauer angehen, ne? Wie ich das schon mal gemacht habe oder wie ich es noch nie gemacht habe. Ne? Er denkt, ja, es ist vielleicht dann auch noch so, ist er noch enttäuscht von mir, ist er nicht mehr enttäuscht von mir, ne? Oder mache ich mir selber noch was vor, täusche ich mich hier vielleicht auch, ne? Und im Endeffekt geht es aber hier in die Verbindung rein, ne? Genau. Der Fuchs, der zeigt nicht auf die Verbindung, ne? Der Fuchs guckt davon weg. Aber der guckt in die Entscheidung rein. Und es kann aber auch sein, dass hier vielleicht noch nicht eine direkte Entscheidung getroffen werden kann. Es geht aber darum, um eure Verbindung. Das sehen wir ja hier, ne? Die Verbindung wird sich jetzt nochmal ganz genau von nahen betrachtet. Also, ne, ich nehme hier die Lupe und schaue hier drauf auf euch, ne, auf die Verbindung, ne? So ungefähr kann man das sehen, ne? Aber da der Fuchs hier noch ist, muss hier weise entschieden werden. Hier kommt eine weise Entscheidung dann, ne? Und wir fragen jetzt trotzdem nochmal, für was wird sich dann direkt entschieden? Es ist klar, dass sich für die Verbindung ne, entschieden wird, aber man guckt sich das ja noch an und man hat ja noch keine hundertprozentige Entscheidung. Deswegen frage ich jetzt nochmal, für was wird sich dann in dieser Verbindung entschieden? Ja, dass man sich schon wieder Gedanken drüber macht. Ja, also das Labyrinth, das ist so, man weiß es noch nicht. Das ist noch offen, ne? Die Energie, die ich jetzt hier einfangen kann, ist ganz einfach. Also die Eulen, die sind ja auch schlaue Tiere, ne? Auch der Fuchs. Und die Eulen, die sagen ganz einfach auch, ja, du wirst hier dann schon Bescheid wissen, ne? Also man weiß, dass man hier vielleicht sich im Labyrinth immer mal befindet, dass man sich Gedanken darüber macht, ne? Und ich lasse aber jetzt trotzdem noch mal eine fallen, ne? Was ist denn hier noch? Ja, und man entscheidet sich hier in eine Heilung reinzugehen und ins Wachstum in dieser Verbindung. Das ist doch schon mal gut, ne? Genau, ja, also dafür wird sich entschieden. Das ist noch so. Das ist wie wenn die Würfel gerade noch so würfeln, ne? Das dauert wahrscheinlich wirklich, weil hier ist auch der Baum. Es dauert wirklich seine Zeit, bis man diese Entscheidung vielleicht auch getroffen hat, ne? Wo es weiter hingehen soll. Aber im Endeffekt macht man sich hier wirklich drüber Gedanken und weiß dann mit den Eulen Bescheid, ne? Und dann kann es erstmal in der Heilung, in den Wachstum reingehen hier, ne? Und da ist er auch schon, gell? Und in was schaut er? Ja, der schaut in eine Bereinigung, in eine Klärung rein, ne? Weil er hat Sehnsucht danach. Er hat Sehnsucht nach dieser Klärung und er hat auch Sehnsucht nach einem Treffen mit dir, ne? Puh, das war ja wieder eine krasse Legung heute, meine Lieben. Aber ihr wisst jetzt, wo es ungefähr so hingeht. Also wenn du merkst, das ist deine Situation, ne, da weißt du jetzt Bescheid, das zieht sich noch so ein bisschen wie Kaugummi, aber die Entscheidung wird hier getroffen, dass man dann doch weiß, wo es hingeht, ne? Dass man sich doch hier Gedanken darüber macht und dass es dann in die Heilung reingeht. So, was wird hier noch mitgeteilt als Botschaft für dich? Und die Botschaft ist, du wirst keinen Frieden in dir finden, wenn du Krieg mit dir führst. Du bist gut und richtig, genauso wie du bist. Ja, und das ist ganz oft bei Seelenpartnerschaften, dass man denkt, dass man selbst dran schuld ist, ne? Dass man was falsch gemacht hat oder so. Ne? Ich habe das immer wieder erlebt, auch bei meinen Kundinnen und Kunden, die ich hier habe. Ne?
Die meisten denken immer, das liegt an einem selbst, aber das ist nicht so. Ihr könnt nichts für das Gegenüber, wenn das Gegenüber in so einer Energie ist, wo es überhaupt nicht klarkommt. Ne? Wichtig ist, dass ihr vielleicht, wenn ihr denkt, okay, ich habe vielleicht auch noch so ein paar Blockaden oder so, dass ihr euch eure Ängste aber auch mal anguckt und spiegelt. Ne? Das ist auch wichtig hier. Und genau, und dass ihr, ja, dass ihr in einem friedlichen, in einer, wie sagt man das? Dass ihr friedlich mit euch selbst seid, ne? Ja, weil wenn du selbst von dir schlecht denkst, selbst mit dir Krieg führst oder sowas oder dir Fehler nicht verzeihen kannst, dann ist das nicht gut. Das spiegelt dann, gerade in Seelenpartnerschaften, spiegelt das ganz dolle, ne? Okay, meine Lieben, tschüssi, sagt der Fritz und tschüssi, sagt das Schöne, die Schönheit, ne? Das Pegasus und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.